Mein Name ist Werner Rüssel, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr des Landkreises Karlsruhe. Um 2.34 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Rheinstetten zu einem Wohnungsbrand alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage so dar, dass es in einem Kellerabgang angefangen hat zu brennen. Dieser Brand sich weiter nach oben gefressen hat in ein Holzlager und von dort aus an der Fassade hoch in die Wohnungen des Erdgeschosses. Es waren 48 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rheinstetten vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war mit einem RTW da und einem NEF, konnte aber dann unverrichteter Dinge wieder abfahren. Momentan ist die Kriminalpolizei da und hat die Ermittlungen übernommen. Die Ursache, warum der Brand im Kellerbereich begonnen hat, ist bis jetzt noch nicht geklärt. Das Haus ist momentan unbewohnbar, weil die Fenster aufgeklappt waren und überall der Rauch in das Gebäude reinziehen konnte. Über die Schadenssumme kann momentan noch keine Aussage getroffen werden.